1993 unter dem Namen Tosjena gegründet, stieg der Basketballverein bereits 2 Jahre später in die Regionalliga auf. Im Laufe seiner Geschichte nahm der Verein den Namen einiger Sponsoren an, sodass er sich erst Erdgasbaskets Jena, dann Pombaskets Jena und schließlich Science City Jena nannte. Für ihn ist die Sponsorenschaft schon immer ein wichtiges Thema gewesen. Unter den rund 150 Sponsoren sind die Stadtwerke Jena als kommunales Unternehmen einer der Hauptsponsoren und gleichzeitig auch Trikotpartner von Science City Jena. Es gibt eine langjährige Partnerschaft. Es ist inzwischen das 20. Jahr, dass wir zusammenarbeiten. Und auch jetzt in der zweiten Liga wollen wir zusammenarbeiten, wollen halt die Mission Aufstieg gemeinsam langfristig angehen. Und es ist natürlich immer ein Ereignis. Wer bei Science City schon mal war in der Arena, der weiß, da ist die Hölle los. Das macht Spaß, ist für Familien ein tolles Ereignis. Und da sind wir gerne Partner auch jetzt in der zweiten Liga. Der Verein ist stolz auf die jahrelange Partnerschaft mit den Stadtwerken. Science City sei für die Stadt ein positiver Imageträger und gleichzeitig auch Markenbotschafter. Er helfe, die Stadt überregional als Standort und Marke bekannter zu machen. Außerdem habe man ähnliche Ziele und immer ein offenes Ohr füreinander. Wir hatten immer gesagt, auch beim Aufstieg, das war schon für uns, ich sag mal, ein klassisches Meisterstück, auch in der zweiten Liga. Und es war immer klar, dass es schwer wird in der ersten Liga, dass wir auch absteigen können mit den Mitteln, die wir haben, in dieser starken Liga. Wir haben es 3 Jahre geschafft, die Klasse zu halten, im dritten Jahr dann leider nicht. Die zweite Liga ist auch eine tolle Liga. Wir werden sicherlich ähnlich viel Zuschauer haben. Die Sponsoren stehen komplett zu uns. Das ist jetzt für uns überhaupt kein Beinbruch. Das ärgert mich wahnsinnig persönlich und tut weh, aber es ist kein Beinbruch für den Verein, für den Club. Wir leben weiter und wir werden guten Basketball spielen und irgendwann auch wieder aufsteigen. Das sieht nicht nur Geschäftsführer Lars Eberlein so. Auch die Mannschaft, Fans und Sponsoren glauben fest an den Wiederaufstieg in die erste Basketball-Bundesliga. Und bis es soweit ist, werden die Riesen aus der Saalestadt in der zweiten Basketball-Bundesliga alles geben.